Hier habe ich einen super Platz entdeckt. Herrliche Gegend. Das nennt sich hier am Messweg. Und dort weiter oben gibt es einen richtig schönen Platz, wo man herrlich abruhen könnte. Dort dahinter ist ein Steinbruch. So sieht das hier aus. Keine Ahnung, wo ich bin. Aber von der Landschaft her vom Feinsten. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wo ich hier bin. Was steht hier auf dem Navi? Schmiedeberg voraus. Na ja, warum wir sehen. Fahren wir in die Richtung. Überall Kirschbäume, alles voll. Mensch, geht. Die Kirschen sind schwarz hier ohne Ende. Und das verdammelt alles. Schade. So, jetzt fahre ich hier in Richtung Neudeckmühle. Tja, habe ich auch noch nie gehört. Weiß auch gar nicht, ob das eine Wassermühle ist oder eine Windmühle. Keine Ahnung, wir werden sehen. Jedenfalls abenteuerliche, schmale Straßen hier, das ist absolut genial. Ja, jetzt war ich gerade an dieser Neudeckmühle, aber ja, und somit geht's zurück. So, und das ist jetzt hier Klein Schönfeld oder so ähnlich. Geht's wieder mächtig bergab. Das sieht doch stark aus hier. So, gut, weiter. Also wenn ich hier unten angekommen bin, geht es dann links rum irgendwie zur Schiebockmühle, sagt mir mein Navi. Ja, mal die Richtung einschlagen. Geht es erstmal über den Prinzbach. So, jetzt kuller ich mal hier runter zu dieser sogenannten Schiebockmühle. Man sagte mir schon, das dürfte schwierig werden, weil
Hier könnte man den mit dem Auto wenden oder irgend sowas. Naja, ich werde sehen. Ich denke schon, irgendwas muss da hier gehen. Zumindest gibt es hier einen Bach. Aha. Boah, das sieht so geil aus hier oben. Ey, was ist denn das hier? Total altes Gebäude, verlassenes. Das ist ja interessant. So eine alte Hütte. Da kommt man bestimmt nie rein. Alles zu. Kleines Bächlein hier neben mir. Also Mühle habe ich bis jetzt keine gesehen und jetzt geht es wieder berghoch, das ist ja komisch. Na, jetzt bin ich in Konstabel, auch noch nie gehört. Jetzt geht es die hohle Gasse hinunter. Saubachtal, Neudeckmühle, Klipphausen, Gauernitz, Schloss, Eichhörnsbrunn. Oh, mal gucken. So, auf jeden Fall bin ich hier auch. Der Gemeinde Klipphausen und hier schreiben sie zum Wandern Laden der Gleditschgrund, das Prinzbachtal, das Saubachtal, das Regenbachtal, der Eichhörnschen Grund, der Erlischgrund, die Wolfschlucht, das Rehbocktal und das Tal der kleinen Triebisch sowie die angrenzenden Höhenbrücken ein. Da gibt es ja allerhand. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen die Schlösser, Kirchen, Mühlen und die vielen unter Denkmalschutz stehenden Gebäude in den Ortsteilen der Gemeinde, welche zum Teil schon recht schön saniert wurden und wo weitere Anstrengungen zur Erhaltung dieser unternommen werden. Gut. So, da werde ich jetzt mal zum Regenbachtal laufen. Pinkowitzmühle. Auf dem sächsischen Jakobsweg. Na, guck an. Lips Wasserwelt gibt es hier auch noch. Schauen wir mal. We'll be right back.
absolut klares Wasser, wie es aussieht. So, weiter geht's. Guck dir das an. Ist ja Wahnsinn. Ja, das, was hier rechts steht, das war auch mal eine Mühle. Aber ist leider nicht mehr. Eine schöne Gegend hier hinten. Absolute Ruhe. Du hörst du nichts weiter als wie den Wind und die Vögel. Feucht hier in diesem Waldgebiet. Mückenparadies. Und anderes Süßzeug. Fast auf die Schnauze geflogen. Also hier ging es garantiert mal rein. Wenn man das so schräg ist. Vom Dach her geht es immer rein, aber es ist irgendwie zugemacht. Leider. Gut. Wieder zurück. Riecht es aber ein bisschen streng. Aber das war gleich mal ein richtiger Test für die Schuhe. Kommt kein Wasser rein. Absolut geil. Naja, ist halt meinte. Ich nehme mal an, dass das da drüben garantiert auch mal eine Mühle war. Weil die liegt ja unmittelbar an dem Fluss. Oder Bach. Ah, ist gut. Super alte Brücke. Das ist natürlich nicht schlecht. Ah, hier gibt es die Bank zum Ausruhen. Aber bestimmt alles vormögen. So, und hier geht's garantiert nicht mal. Würde ich mir auch nicht antun. Ja, auch.
Ja, die Mücken haben schon wieder an mir gekostet. An der Beine unten. Ist klar, bleibt nie aus. So, hier ging es wieder schön berghoch. Stehe ich hier auf einmal vorm Steinbruch. Diverse landwirtschaftliche Gesellschaften. Mal eine kleine Rast. Schön Semmel mit Fett, Grievenfett. Vom Fleischer Schmidtchen. Super. Dazu ein bisschen Radiesel. Müssen wir mal ein kleines Taschenwasser rausholen. Gute Opinel Nummer 13. Fast einen halben Meter lang das Ding. Mal unter uns, mit einem kleineren, kann ich das Radiesel auch gar nicht schneiden. So.
der laufende Weihnachtsbraten, die zukünftigen. Ja, die Alten, das sind ganz schöne Braten, die. Mann, Mann, Mann. Das sind ja Riesengänse. Hab ich ja noch nie gesehen. Absolut filigran. Friedenslinde gepflanzt 1855 zum 300. Jahrestag des Habsburger Religions. Ey, schmeckt's, hä? Schoten.
Stachels an den Füßen. Das ist ja auch interessant. Überall fließt hier irgendwas. Also das war auch mal ein mächtiger Baum. Durchmesser. Guck mal, ich bin 1,80, also 1,60 ungefähr. Ganz schön. Ja, und weiter geht's über Schotterzeugs. Da scheint die Neudeckmühle zu sein. Neudeckmühle, historisches Gasthaus, erbaut 1794, ehemaliger Mühlenbetrieb, Besitzerfamilie Holz. Stein. Antriebsrad. Mit Radholzzähne. Bin ich jetzt an der Neudeckmühle. Liegt alles links, elbisch sozusagen. Was haben wir hier? Schloss Scharfenberg, da war schon. Fahrradstraße, ja, das interessiert mich nicht. Im Tal der Wilden Sau, naja. Miniaturmühle Gauernitz war ich auch noch nicht. Feststeinklippen Gersbach auch nicht. Hauptmundloch, Schönberger Stollen, da war es schon. Oh ja, da habe ich ja mal ein bisschen was vor mir. Ja, ein bisschen großes Gestein gibt es hier auch. Alles roter Granit, wie es aussieht. Ja, damit wurde hier früher viel gebaut. Sieht man ja auch an dieser Brücke. Eigentlich alles aus roten Granit. Hat die es neu gebaut. 2017. Das tut mal richtig gut, sich ein bisschen mit so frischem, kaltem Wasser abzuspülen. Ja, es ist heute wieder ganz schön warm, 30 Grad und vor uns hat es geregnet. Ganz schön. Und dadurch ist natürlich die Luftfeuchtigkeit sehr hoch. Ich schwitze wie ihr Schwein.
Der Rucksack ist heute auch noch besonders gewichtig. Naja, gut, weiter geht's. Ja, und nach der Abkühlung gleich erstmal richtig bergauf. Süßkirschbäume gibt es hier ohne Ende. Aber leider vergammelt alles. Die Dinger liegen zu Tausenden und. Schade drum, ne? Und da sind wir wieder in Konstabel. Das ist die Kirche von Konstabel. Das sieht echt nicht schlecht aus.
Jo, der Elbe und der Kosebader Stausee. Heute Bäue da drüben, die Weinberge, schon geil hier. Ja. So, jetzt habe ich meine Runde erstmal soweit beendet und jetzt habe ich mir gerade was rausgesucht. Das nennt sich Kaffee zur kleinen Eiszeit. Da geht's jetzt hin. Ah, hier steht so schön Eiskaffee. Nicht wie hin. Gerade leckeres Eis gegessen, hier bei Eiscafé Albrecht, wunderschöner Eisgarten, Eisgarten ist Quatsch, wunderschöner Garten, wo man super sitzen kann und ganz leckeres Eis genießen kann. So, und jetzt muss ich mal sehen, ob ich noch irgendwo hinfahre. Weiß noch nicht so richtig wo. Ach, mal sehen, wo das Auto hin will.
Ja, und das war's nun auch für dieses lange Video. Ich hoffe trotzdem, dass es euch eventuell gefallen hat. Und wenn dem so sei, wäre ich über einen Daumen nach oben oder vielleicht sogar ein Abo sehr dankbar. Gut, das soll es gewesen sein. Ich verabschiede mich, sage allen Zuschauern recht vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Wanderwilli.